Sie hat sich an die Spitze der westfälischen Wellnessbewegung gesetzt, meine Damen und Herren, und sie beweist, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist steckt und vor allen Dingen, dass Wellness wirklich schön macht. Darf ich eben um die Vitamine bitten? Meine Damen und Herren, hier kommt Emma! Der Mann merkt, wie viel Energie in mir steckt, ne? Ach ja. Ja, Wellness, ja. Ja, heute ist das ja alle ein bisschen anders als wie früher, ne? Wellness ist heute so angesagt, da muss man einfach mal so machen. Früher war das anders. Ich sag mal einfach, ich komme ja von Land. Ich komme ein bisschen von Hof. Und da haben wir schon in frühesten Zeiten haben wir schon Wellness gemacht, ne? Bloß das haben wir noch nicht so wahrgenommen. Früher, da war das dann hier die Lichtsauna, das waren unsere Ferkellampen, ne? Und Dampfsauna war montags die Kochwäsche, da wurde ordentlich gekocht und fertig war's, ne? Ja, aber so ändern sich die Zeiten und die Frauen ja auch. Ja, was meine Freundin ist, die sagt ja für mich, sagt die, das hat alle was mit Yin und Yang zu tun, ne? Die kenne ich gar nicht, ich meine so persönlich. Ich glaube, das sind die Leute hier von der japanischen Pommesbude, hier diese Sushi-Bar von nebenan, ne? Ja, der Yin und Yang, ne, da hätte das was mit zu tun. Ich sag, das kann doch gar nicht sein. Ne? Doch, sagt sie, wenn Yin und Yang nicht in Gleichklang sind, dann ist das innere Chakra nicht geerdet. Und dann ist das wie als irgendwann, dass man umkippen tut, als wie ein Baum mit ohne Wurzeln. Ne? Hör mal, diese kleinen chinesischen Zwockel, die wollen mich als Baum umkippen. Hör mal, den zeige ich mal, wo das Sushi den Fisch sitzen hat, oh. Das kriegen die nicht gebacken, das will ich Ihnen sagen. Ja, ich sag es euch, ne, das ist eben so. Und dann Sushi, habt ihr das schon mal? Wissen Sie, was Sushi ist? Das ist so in Rosenblätter so klebigen Reis, kalt, ne, mit so Fisch roh ohne gekocht, ne. Und dann ist dann Wasserbabi oder sowas dabei, ne? Wasserbabi ist da, und dann tun die das essen, ne? Hör mal, da bin ich so krank von. Ja, dann hatten vier Jungs, haben das gegessen, regelmäßig, da ist Tokyo Hotel von geworden, ne? Freundin ist, sie hat gesagt, ich sollte aufhören, über die Japanesen zu schimpfen. Das wären ganz nette Menschen, die hätten eine innere Zufriedenheit und die würden so aus sich rausstrahlen. Ich sage, das wissen wir seit letzten Sommer von alleine. Ne? Auf jeden Fall hat die mir dann gesagt, geh mal mit bei mich in so einen hier, Turnkurs. Ne? So was, so eine Volkshochschule ist das. Das ist, ich weiß, ich habe den Namen vergessen. Nein, nicht Gymnastik war das nicht. Das war was mit Schneeglöckchen, hatte das was zu tun. Schneeglöckchen, was war das denn noch, Schneeglöckchen? Ah, ich weiß es. Qigong, ne? Qi von Schnee und Gong von Glöckchen, ne? Ja, dieses, ach, das ist Qigong, das ist was Schönes, ne? Ja, da bin ich hier hingegangen, das will ich Ihnen mal sagen. Das ist ja so ein entspannter Turnen. Da komme ich dahin, da ist das hier die kleine Frau Wong, ne? So hieß die Frau von Qigong. Die Frau Wong, die hat zu mir gesagt, oh, Frau Emerson, dass du da bist, ne? Ich sage, das ist auch schön, dass Sie da sind, Frau Wong, ne? Ja, Frau Emma, gucke, du musst neu stehen. Ich sage, wieso, was muss ich stehen? Hast du Rücken? Ich sage, ja, klar hab ich einen Rücken, ne? Ja, wenn du es merkst, dann musst du besser stehen, ne? Ich sage, wie, was, wo stehen? Ja, du musst immer Hüfte nach vorne. Ich sage, was muss ich machen? Hüfte nach vorne. Ich sage, Hüfte nach vorne. Man versteht sie so schlecht, ne? Ich sage, gute Hüfte. Da packt die mich hier so an und dann muss man den Hintern, also von so nach vorne, ne? Ich sag jetzt mal so, wie Joe Cartwright früher. Hm? So muss er laufen. Und dann hat, ne, sagte die Frau Wong, sagte für mich,
So, so eine Hüfte nach vorne, ne? Hab ich gemacht, ne? Frau Emma, bitte gucke jetzt. Eine Beine hoch und wieder runter. Andere Beine hoch, wieder runter. Ne? Ich sag so, ja so, ne? Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich unter uns. Das sieht doch aus, als wenn du die in die Hose gemacht hast und nur nach Hause laufen musst, ne? Ja, ne. Und dann, als das alles so fertig war, da sagte er sogar für mich, und jetzt, Frau Emma, geh bitte, mache Wind große Welt. Ich sag, wie? Ja, komm, Frau Emma, mache Wind große Welt. Ne? Ich sag, wie Wind große Welt? Ja, von der inneren Wind große Welt. Ich sag, pass auf, Frau Baum. Ich unterdrück das sonst. Meinst du das wirklich? Ja, mach so mit Wien große Welt, ne? Ich sag, gut. Dann hab ich den Wind in eine große Welt gelassen. Aber so richtig, und da hättet ihr Frau Wong mal sehen sollen. Da hat sie nicht mit gerechnet, du. Dass ich das schon so gut kann, ne? Ja, das war ganz nett. Mit die Frau Wong. Und dann kommst du nach Hause von so einer positiven Energie, ne? Von so einer positiven Energie, ne? Mit Wind in große weite Welt. Da ist ja Bernd und erzählt mir ein von, ich will Wellness machen. Ich sag, was willst du? Ich will Wellness machen, sagt er für mich. Ich sag, gut, okay, dann kannst du Samstag als Erster in der Badewanne, ne? Ja. Ja, wenn er das mal will, ne? Ja, es hat sich alles geändert. Ne, heute darfst du ja nur noch Haare auf dem Kopf haben und sonst nirgends nicht anders, ne? Ja, ist ja schäbig überall, während sie will. Es gibt bald keine Männer mehr mit Schnauzbart, das sag ich dir. Überall müssen sie wegrasiert werden, ne? Da gibt's ja die unterschiedlichen Arten, ne? Es gibt ja einmal diesen Rasierschaum, dann gibt es ja dieses, wie heißt das noch, dieses Rasieren mit so einem Apparat, ne? Und dann gibt es diese Heftpflaster, diese dicken, weißt du? Diese Wachstücher, ne? Dann habe ich gedacht, alles drei probierst du mal aus, ich will damit reden. Dann habe ich mir diese dicke Klebestreifen aus dem Baumarkt geholt, ne? Ja. Meinst du, ich kaufe mir diese Wachsdinger dafür 98, nix, ja, da gibt's ja nix, ne? Da kriegst 50 Meter für 1,98. Ich sag, Bent, mach mal deinen Oberkörper frei. Dann hab ich ihn direkt mit den Abroller. Das fand er noch schön. Und dann hab ich das Ding wieder ratz, ne? Weggerissen, du? Die Haare waren weg und Bent auch. Ja, zur Notaufnahme. Ich hatte ein Stück Schwarte mit weggerissen, ne? Ja. Jetzt mochte ich ihn auch nicht mehr fragen mit Rasierschaum und so. Und da habe ich gedacht, das kannst du wohl unter der Dusche alleine probieren, ne? Ja Gott, dann habe ich dann auch, es ist nun schäbig, dass gerade dieser Rasierschaum viel Ähnlichkeit mit der Sprühsahne hat, ne? Ich hatte das bisschen verwechselt, ich stand unter der Dusche und kriegte die Haare nicht von der Beine weg, ne? Und Bernd hat sein Stückchen Apfelkuchen gegessen und sagt, okay, was ist die Sahne heute so seifig, ne? Ich sagte, weißt du, woran das liegt? Ich sag, ganz bestimmt ist da Ingwer drin, ne? Ja Gott, ne? Und dann gibt es ja so ein Rasierapparat, das wusste ich auch nicht, extra für Frauen, ne? So ein Epilepierer da, ne? Ja, ich kann mir das Wort gut merken, das hat was von abäppeln, ne? Allen Mist, der an den Beinen sitzt, der muss weg, ne? An den Beinen. Ich hatte da zu spät erkannt, dass das an den Beinen sein sollte. Ich hatte ihn für unter der Arme benutzt, ne? Ja, lach nicht so. Kaum hatte ich das Ding angesetzt, er war auch schon verfangen in meine Haare. Ich musste 3 Tage mit dem Gerät unter den Arm rennen.
Dann war Mia da und da habe ich gesagt, Mia, was meine Freundin ist. Ich sage, Mia, tust du mich mal helfen? Ne? Ja, sagt sie, okay, was hast du denn da gemacht? Ich sage, ich wollte mich rasieren. Sagt, oh, nein, du rasierst dich? Ich sage, ja klar, das ist doch heute in. Auch unten? Ich sage, nee, das geht doch nicht, da haben wir doch gar kein Badezimmer. Ja Gott, so ist es, ne? Und jetzt sage ich mir einfach, ist mir doch egal. Bei mir sollen die Haare wachsen, wo sie wollen und wenn es auf der Zähne ist, ne? Und manchmal ist es auch schon so, dass mir hier oben welche wachsen. Und dann denke ich immer, Damenbart, mir wächst ein Damenbart. Ich find mich so apart mit meinem Damenbart. Sprieß das Haar, dann find ich's wunderbar. An meinem Doppelkinder passen viele Haare hin. Damenbart, mir wächst ein Damenbart. Ich find mich so apart mit meinem Damenbart. Ha, da war schön. Tschüss, gesagt, schnell, ja. Ah. Ja, jetzt gehen wir auch in der Haus, ne? Dankeschön. Hörst du sie rufen immer? Ja. Das ist der Moment, wenn der Moderator aus dem Bild treten muss. Ja. Ihr seid ja scheppig, ich hab hier noch nicht mal was zu trinken. Ja, danke schön. Ja, das ist aber nett, ne? Pass mal auf, ich setz mein Fernlicht schon an. Wart's ab, du. Ach. Ah, ja, et is ja wat, ne? Ah, wat bin ich an Schwitzen dran, du. Ja, du auch, ne? Et is ja jetzt so ganz modern mit der ganzen Wellnessgekrempel, ne? Ich denk immer, die haben alle noch keine Wechseljahre, ne? Dann finde ich Schwitzen schäbig, das sag ich euch, ne? Aber es ist auch gut, dass es hier diese Saunas gibt, ne? Diese Holzkisten, wo das alles so heiß drin ist. Ich sag mal, da kann man sich schon ganz langsam an eine Klimaerwärmung, ne? Kann man sich schon gewöhnen. Ja, ich hab ja, das muss ich mal sagen, ich hab ja bei uns im Keller versucht, einen Booty-Shop aufzumachen, ne? Ja, so mit, weißt du, so mit Nagelstudio und sowas, ne? Da ist ja eine schnelle Marke mit zu machen und ich bin ja nicht doof, ne? Ne, bin ich nicht, ich weiß nur wenig, das ist er, ne? Ja, und da habe ich mir gedacht, mit dem ganzen Nagelstudio. Was ist? Hast du dich auf den Hamster gesetzt oder was? Da war gerade ein Huhn. Das ist ja so mit der ganzen Nagelstudio. Da habe ich mir gedacht, wenn ich eine Muskatnuss reibe, ne, dann geht das ja auch so. Ne? Fertig sind sie. Ne? Ein bisschen Lack drauf, da haben wir immer noch ein paar Reste von der Fabrik und sowas. Ne? Das geht ja wohl. Ne? Es ist auch schön. Ich meine, ich war ja mit Band, was leider mein Mann ist, und meine Enkeltochter, 8 Jahre alt. In der Gemischtwarensauna. Ja, ich musste mir das doch mal angucken, ne? Ja, ich hatte gedacht, Wellness ist ja auch mit Sauna. Was sagte man mir? Sagte mir das, ne? Rotlichtsauna, ne? Gibt's ja auch sowas, so eine Lichtsauna. Ich habe mir mal Samstagnachmittags unter der Ferkellampe gelegt, ne? Ja! Ja, das ist auch nicht. Ja, da hängen da 3 Stück, du liegst schön in Stroh, ab und an ein Kott-Kott, ne? Ja, und wenn das dann Samstagnachmittag ist und du als Erste in der Badewanne, dann ist das Wellness, ne?
Ja, auch so mit der ganzen Ölen und so, ne, an Körper. Ja, ich tue das Bratenfett auch nicht weg, ne. Ja, da kann man alle wiederverwenden, wenn du echtes Schmalz nimmst, ne. Ja, andere reiben sich mit Olivenöl ein, brauche ich doch nicht. Muss ich nach den Pampas fahren, um Fett zu kriegen, ne? Ja Gott, ne? Und dann bin ich, wie gesagt, mal mit meiner Enkeltochter, mit Ben, was leider mein Mann ist, und ich, wir sind in so eine Gemischtwaren-Sauna gegangen, ne? Der hat ja so einen Bauch, ne? Da denkst du, was eine Bombe mit einer kurzen Zündschnur, ne? Ja Gott! Na, jetzt hör mal auf mit der Neu-Joi-Joi-Joi! Da ist das jetzt so gewesen, dass die ja alle, in der Sauna ist man ja nackig, das wisst ihr, ne? Ja, ich hab das nicht gewusst, ne? Ich hatte Gymnastikbuchse und Rolli hatte ich an, ne? Ja, ich hab's dann ausgezogen, nach 5 Minuten wurde mir da zu warm, ne? Ja, wenn ich sitz, siehst du an mir nix, ne? Glaub mir das, ne? Und jetzt war meine Enkeltochter, die sagte, wozu hat Opa das denn? Ich sage, das frage ich mich manchmal auch. Wozu hat er das, Oma? Ich sage, weißt du, Opa hat das, damit er beim Sitzen nicht umkippen tut. Tschüss. Dankeschön. Unsere Wellness-Ikone. Wenn ich schon so einen Kerl an Band habe, ne? Unsere Wellness-Ikone aus dem Münsterland, meine Damen und Herren, das ist Sabine Hollefeld, unsere Emma und ihr ein dreifachkräftiges Emstetten. Hello! Sabine! Hello! Emma! Hello! Ach, du bist ja so apart mit deinem schönen Damenbart. Mein Jut! Ja, mein Jut, ne? Schiffe!